Jetzt sechs einmal wieder abladen, wie das Abladen funktioniert. Boah, keiner absteigen, so wie früher bei den alten Krempel. Hin sind zwei Dosierbolzen, oder drei. Drei glaube ich sogar. Drei. Ach, zwei. Zwei sind da hingegangen. Oben, quasi wo die Futter raufkommt, vom bei dem Stirnwand oben, ist eine Wand oben. Und da ist ein Geber und der gibt nachher automatisch quasi immer einen Kratzboden frei. Dann schiebt der Kratzboden automatisch immer ein bisschen hinter. Macht der Markus nichts mitdenken. Nicht mehr wie Minuten dauert es auslangen. Ja, zwei oder sehr wohl, Alter. Drei hätten nicht den Platz. Da ist der Silo relativ kurz mit 20 Meter. Eineinhalb Minuten dauert es circa. Ja. So ist das. Und da hat der Silo drin. So, da. Gestern fertig siliert. Dann haben wir vorgestern haben wir gemacht, gestern haben wir schon Teile eingeführt, trocken. Das ist fast nicht zu glauben, aber da pocht vielleicht drin, so der Wind gegangen. Was haben wir gestern eingeführt? Hey. Super, echt ein super Futter. Ja, da ist noch alles drauf, da sieht man noch von Klee die Blätteln. Das ist halt super. Ja, gestern Nachtschmoden gemacht, wie wenn wir es jetzt einmal überrehen, beziehungsweise wenn es leicht drüber kreiselt mit der 430er vom Lindner. Ja. Ladewagen werden wir vorher noch abschmieren, den werden wir noch abhängen. Und dann fahren wir rein. Ja, hey, haben wir schon mitgekramt. Teilweise hinten noch, das ist noch alt sein, das passt, weil da hinten sind immer die Kölberkehr. Ja, dann kommen da noch ca. 20 Heilballen rein heute. Oder so ca. 22, 24, irgend sowas, so ca. wenn wir. Und noch ein paar Futterhei. Gestern haben wir, wie gesagt, drei eingeführt. Heute werden auch noch mal so drei, vier werden. Mit dem Ladewagen und den Rest. Und den Restballen. So, dann gehen wir abschmieren. Abschmieren. Turbo. Jetzt haben wir mit denen aufgereist. Hüttinger Hit 45. Ja, für Kreisel, Rennsteiner Richtung. Schwenkbock funktioniert. Funktioniert einfach. Passt. Die Fläche müssen wir jetzt bearbeiten. Jetzt ist halber 10, die werden wir jetzt alles aufkreisen. Aber leider ganz langsam, wie gesagt, und dann um 1 oder was immer aufmachen und dann liegt es bis 4 und dann kommt die Preis. So ungefähr einmal ein Zeitplan, eine Ruhe. Da kommt jetzt einmal in die Garage, in die Werkstatt da für Kupplung nachstellen. Motor nachstellen, einstellen wieder. Ja, genau. Heckhydraulik wieder Schlag machen. Ja. Wenig Rätsel, wenn ich schon wieder.
jetzt schon Kugeltransport. Vorne, der Bus, der Porter. Ja, der Lindner geht sogar 42 km/h. Hätte ich nicht gedacht. Hinterhalb noch. Ein paar Kugeln dann drauf. Alles zusammen sind. Alles zusammen sind 12 Kugeln, was ich drauf fahre. Und 12 sind nochmal drinnen. Haben wir extra so gepresst, dass es am Ende ausgeht. Ja, okay. Wenn wir nachher beim Auflegen auch noch mitnehmen. Bis gleich. Ist schon da.